Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Black Mirror. Und beim letzten Mal hatten wir ja dieses Erlebnis mit dem Cousin, der unten in der Spinnenhöhle im Keller und mit der Magd Alicia. Ich weiß, der Magd auf jeden Fall. Unsere Aufgaben sind, warte mal, ich muss mal hier gucken. Elsa. Wer war der Junge? Wir müssen rausfinden, wer der Junge war. Treffen sich nach dem Abendessen mit Elsa. Okay, ja, wie finden wir raus, wer der Junge war? Wir können uns natürlich ein paar Bücher anschauen in der Bibliothek. Auf den Dachboden kommen wir ja leider nicht. Wobei, das ist eigentlich ein bisschen schade. Also, wieso kommen wir denn nicht auf den Dachboden? Kriegen wir da noch irgendwelche Informationen dazu, warum das so ist? Das ist, glaube ich, nämlich nochmal ganz interessant hier. Ah, da können wir, glaube ich, auch unseren Generalschlüssel, weiß ich nicht. Würde den automatisch benutzen. Nee. Okay, also es scheint auch... Aber der Generalschlüssel muss ja dann auch dafür gut sein, oder? Also... Ich weiß nicht, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Teil, die Spitze des Schlüssels, ja, weil da fehlt eine Spitze vom Schlüssel, die wir brauchen. Diese Räumlichkeiten kommen nicht weiter. Hier, wir können das Bild nochmal angucken. Definitiv der Mann, den ich gestern Abend sah. Aber wie? Großvater Edward starb, bevor ich geboren wurde. Und er wäre über 70, wenn er noch leben würde. Ja, naja, über 70 ist jetzt auch nicht so alt. Ich meine, gut, das spielt 1960. Da ist man noch nicht so alt geworden. Und von, aus dem Gang hier sind sie gekommen, auf jeden Fall. Ansonsten wäre die Idee, dass wir sagen, wir gucken uns nochmal die Fotos unten in der Halle an. Vielleicht finden wir da noch Bilder von dem Jungen. Oder eben im Archiv oder so. In der Bibliothek oder sowas. Weiß ich nicht. Hier war auf jeden Fall das Telefon, richtig? Es funktioniert. Ist es repariert worden? Oder hat Andrew mich angelogen? Ja, du, wenn es funktioniert, dann ruf doch mal jemanden an. Was liegt denn da rum? Ach so, das ist so ein Schatten. Aha, hier können wir nicht weiter. Also zur Ausgangstür ist nicht. Also einfach gehen. Schon krass eigentlich. Oder hier diese fette Eingangshalle mit dieser Empore da oben, diese Riesentreppe. Wow. Wofür auch immer man das benutzt hat, eigentlich ein viel zu großer, ungenutzter Raum. Mega unnötig. So, hier können wir uns nichts mehr angucken. Schade eigentlich. Irgendwas hat es doch bestimmt auch mit diesem Globus hier irgendwie auf sich, dass wir da was machen können. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Kamera. Aber naja. Wird sich schon mit der Zeit ergeben. So, gerade mal gucken hier meine Logik. Der Räume ist auch noch nicht so ganz da. Ist es überhaupt schon Abendessenszeit? Also funktioniert das überhaupt schon? Aber ich glaube, an erster Stelle sollten wir rausfinden, was mit dem Jungen los ist. Genau, Küche. Ja, da geht's in den Keller. Mal. Und raus, aber... Ist die Frage, schauen wir in der Bücherei nochmal nach, oder... Ist in der Bibliothek? So. Was war da noch? Da waren doch auch noch Bücher in dem Ahnenzimmer da irgendwo. Genau, hier kommen wir in die Bibliothek. Es regnet immer noch. Wir müssen doch hier irgendwas über den Jungen herausfinden können. Da müssen doch Bilder sein. Ich weiß gar nicht, bei ihm oben im Zimmer? Bei dem Vater im Büro? Da können wir nicht hin. Oh, hier voll der Schneesturm.
Hier draußen regnet's nur. Was hat er da noch? Hier steht Mallory. Vielleicht auch ein Klient von Mr. Harrison. Hier steht Mallory also. Gut, hier scheint jetzt nicht mehr wirklich was zu sein. Was wir noch nicht entdeckt haben. Ich geh mal rauf. Vielleicht ein paar Bilder. Ich weiß auch gar nicht wirklich, was haben wir jetzt. Vielleicht in dem Raum, wo die Großmutter geschlafen hat. Da haben wir uns, glaube ich, noch nicht so super krass intensiv umgeguckt. Hier scheint auch nicht mehr wirklich was zu sein. Es würde ja mal schon ein Foto von dem Jungen reichen. Oder halt so Familienchroniken oder sowas. Tja, und so sind wir wieder oben. Auf der ersten Empore hier. Ja, ich weiß auch nicht recht. Im Büro vom Vater. Ich dachte, hier die Bilder sagen noch ein bisschen was aus, aber nichts deresgleichen. Und das mit dem Briefe schreiben, glaube ich, ist nicht so relevant. Aber hier gibt es ja keine Fotos von dem Jungen. Es müsste ja quasi sein Sohn sein, also eben unser Vater, der Junge, rein von meiner Logik her jetzt. Und von Sanne ja auch, ne? Das ist sein Großvater. Und eben sein Sohn, der Junge, sein Vater. Hier können wir immer noch untersuchen, den Schlüssel anpassen. Dafür fehlt uns immer noch ein Schlüsselteil. Und hier an der Seite können wir gar nichts mehr anbauen. Warum eigentlich nicht? Weil wir haben das Ding ja immer noch in der Hand. Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel. Ja, ja. Und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ja, ja, ist ja gut. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Nein. Kann ich mir nicht abbrechen, sowas. Okay, das hier haben wir rausgefunden, da hatte ich das geöffnet. Am Schreibtisch, ich weiß auch nicht. Haben wir da noch irgendwas nicht entdeckt? Irgendwas noch nicht richtig untersucht. Schwierig. Ich glaube, hier haben wir alles angeguckt. Ja, also ganz ehrlich, ich weiß jetzt auch nicht, was ich mir da noch zu Gemüte führen sollen, müssen, tun würde. Also hier, denke ich, werden wir keine weiteren Antworten mehr finden. Schade eigentlich. Gar keine Bilder von seinen Kindern hier in seinem Schreibtisch? Gut, ist ja auch jetzt nicht sein Büro irgendwie weg, sondern ist ja im selben Haus. Aber trotzdem, könnte man das schon mal machen. Abwarten. Vielleicht finden wir noch was. Gut, jetzt ist hier das Büro, da hinten ist unser Zimmer. Ich würde da, gehen wir nochmal runter, ich weiß nicht, ich habe gerade nicht wirklich den Plan. Ist für mich noch etwas undurchsichtig hier gerade. Und wo sind überhaupt alle? Also sie saß in dem Raum da, in dem komischen, weiß ich was, wie man so ein Zimmer nennt. Studierzimmer, nee. Männer, Jagd, Trophäenraum. Und hier hat sie das letzte Mal geschlafen. Genau hier saß sie drin. Aha. Das werde ich morgen definitiv anwerfen. Okay. Eine beeindruckende Sammlung. Großmutter ist offensichtlich eine Musikliebhaberin. Oh, das ist so ein uralt Grammophon ohne Platten. Das heißt, glaube ich, anders. Kamera. Krasser Zoom auf das T-Service. Ah, da hat die Kamera geschwenkt. Also,
Also ein bisschen komisch ist die Steuerung durchaus. Also da, boah, tue ich mir schon schwer. Er guckt so richtig verbissen, oder? Nee, da hat's auch nichts mehr. Okay. So kann ich es leichter mitnehmen. Der Junge. Aha. Er muss es sein. Ich bin mir sicher. Aber ich brauche Beweise. Vielleicht stehen die Namen auf der Rückseite. Ah, der hätte sich selber umdrehen können. Oh, da ist auch noch ein Mädchen. Okay. Lady Margaret. Sie sieht glücklich aus. Schwer, sie sich heute so lächelnd vorzustellen. Moment, sie lächelt? Naja. Großvater Edward. Genau wie er gestern Abend aussah. Aber die alte Frau da oben sieht genauso aus wie seine Großmutter, oder? Ist vielleicht ihre Mutter? Oder so? Meine Familie. Und doch sind sie mir fremd. Und das links ist wohl sein Vater. Und das Mädchen dann seine Tante? Oh. Was ist das? Es sieht aus, als wäre es mit Blut gemalt. Oh, okay. Wir sind hier irgendwie in dem Gemälde. Okay, habe ich was falsch gemacht? Egal, was ich Miss Crennan gesagt habe, so etwas wie diese Visionen habe ich noch nie zuvor erlebt. Und sie werden immer schlimmer. Okay, also wir haben offensichtlich seinen Vater gesehen und seinen Großvater, der dann aber irgendwas ihn verscheucht oder geschlagen oder ich weiß gar nicht, angeschrien auf jeden Fall. Sehr merkwürdig. Warte mal, können wir uns das nochmal angucken? Also er meinte, es wäre was geschrieben. Ach, man kann es mal nicht richtig drehen. Nee, so ist falsch rum, oder? Ist eine 5? Für mich keine erkennbare Schrift, ehrlich gesagt. Könnte eine 5 sein oder irgendwie eine gälische Zeichnung oder sowas. Warte mal, was, wie bin ich jetzt hier in das Buch reingekommen? Da. Gibt es irgendwie neue Seiten? Hier. Ah, da kann ich umblättern, okay. Die Begrüßung, die ich bei der Ankunft erhielt, war so kalt wie die Schlosswände. Wir überspringen das mal alles ein bisschen. Großvater Edward, seine Briefe, Notizen machen Großmutter Margaret. Bewunderung für ihn noch rätselhafter als bisher. Für Edward waren Menschen bloß Hab und Gut. Sie waren Dinge, mit denen er tun konnte, was er wollte. Ja, das haben wir aus seinen Briefen auf seinem Schreibtisch erfahren. Spiegeln die Besessenheit meines Vaters von dem Okkulten wieder. Ja, ich kann nur hoffen, dass die Halluzination über den Jungen, so echt sie auch erschien, das Resultat der Belastung der letzten Wochen waren. Erinnerungen, möglicherweise aus meiner Jugend. Oder sind dies die ersten Schritte in denselben Wahnsinn, dem Vater erlegen ist? Ja. Mich würden diese Zeichnungen interessieren, die da, als ich irgendwie hingeskript habe. Menschen, perhaps. Achso, das sind seine Notizen, die er da gemacht hat. Irgendwas hat er da durchgestrichen. Ich würde mir das schon gern genauer anschauen. Gut, unsere Aufgaben, oder mal Aufgaben sind hier. Wer war der Junge? Treffen Sie sich nach dem Abend mit Melissa.
Finden Sie das Grab auf dem Bild. Okay. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Oder jemand kann mir Informationen... Achso, jetzt sind wir im Esszimmer. Klar. Finde ich hier noch irgendwas über den Jungen? Nee, komm, im Esszimmer gibt es ja normalerweise keine Informationen über so jemanden. Die andere Frage ist, wo gäbe es denn welche? Oder müssen wir vielleicht einfach das Gebäude mal verlassen, aber es regnet. Er geht ja nicht raus, solange es regnet. Er geht ja nicht raus. Das ist ihm ja zu nass und zu kalt. Vielleicht hat sie noch ein paar Antworten für uns. Lady Margaret? Ja, David? Ich habe im anderen Zimmer ein altes Foto von einem Jungen gesehen. Etwas sagt mir, dass sie nicht begeistert wäre, dass ich es in meiner Tasche herumtrage. Das stimmt, ja. Das wurde 1894 aufgenommen. Der kleine Johnny, dein Vater. Sie können sich an das genaue Jahr erinnern? Es ist so eine Sache, wenn man in mein Alter kommt. Man kann sich an Dinge erinnern, die Jahrzehnte zurückliegen. Aber nicht daran, was es zum Frühstück gab. Das mag für andere gelten. Aha. Wer, wenn ich fragen darf, sind die anderen auf dem Bild? Das sind deine Tante Clara und deine selige Urgroßmutter, die letzte wahre Gräfin von Scarndhouse und mein lieber Edward natürlich. Ich habe gesehen, dass Vater eine Narbe im Gesicht hatte. Wie ist das passiert? Vielleicht fiel er aus einem Baum. Ich erinnere mich nicht. Aber dein Vater war ein ungeschicktes Kind. Aha. Du erinnerst dich nicht. Aber an das Datum, an dem das Foto gemacht wurde, schon. Ja. Das ist strange. Ich darf mich zurückziehen, Lady Margaret. Du darfst. Tja, die Margaret, ne? Fällt uns da noch irgendwas auf? Im Widerspruch zu allem, was ich bislang über Großvater Edward erfahren habe, verehrt Lady Margaret ihn noch immer. Ja, gut. Das mag auch so seine eigenen Gründe haben. Ich meine, da möchte ich jetzt nicht drüber urteilen. Wer weiß, was in diesem Haus geschehen ist oder noch geschieht und welche Dinge hier so vorgehen, wenn wir nicht dabei sind. Und jetzt immer noch zu, warum eigentlich? Warum ist da immer noch zu? Warum darf ich eigentlich hier nicht mich frei bewegen so richtig? Irgendwie habe ich immer noch das Gefühl... Und wisst ihr, was ich auch komisch finde? Sind diese roten Vasen überall. Überall stehen diese krassen roten Vasen. Ne, hier drüben steht nämlich auch noch eine. Hier habt ihr die gesehen? Da. Die gibt es nämlich immer wieder in diesen Zimmern. Und ich verstehe nicht recht, wieso. Und wir sollen jetzt das Grab finden. Ich frage mich, wie? Vielleicht in der Bibliothek oder so? Ich habe keine Ahnung. Er muss da irgendwelche Aufzeichnungen haben. Aber in dem Modell, glaube ich, ist es nicht drin, weil das umfasst ja nur das Schloss. Nur das Anwesen, das sind ja die anderen, glaube ich, nicht. Die Ländereien, glaube ich, sind da nicht mit vermerkt. Gut, sind wir wieder unten. Die Frage ist, wie kommen wir hier wohin? Und wo finden wir noch ein paar Antworten? Vielleicht wollen wir unseren Cousin nochmal fragen im Keller? Vielleicht ist er da noch? Ich habe doch gar nicht dran gedacht, dass der da vielleicht noch unten irgendwo rumspukt. Der muss ja auch irgendwie rein und rausgekommen sein, da der Kamerad. Ich meine, wir waren hier unten mit ihr. Und ja gut, die könnt ihr natürlich in den Räumen finden. Andrew muss ja auch irgendwo unterwegs sein. Alle so verschwunden komplett. Das ist auch irgendwas Rotes. Immer dieses krasse Rot hier. Eine rote Teekanne.
Das sticht halt schon irgendwie krass heraus. Ah, wir können raus. Oh, wow. Endlich ein wenig frische Luft. Oh, er rennt mal, also er läuft. Er geht nicht nur. Master David. Der Gärtner. Sie haben erkannt, dass ich es bin? Er hört es am Schritt. Am Geräusch der Schritte. Ich kenne den Gang von jedem hier. Hm, wirklich unglaublich. Ja, das ist es wohl, Jungchen, das ist es wohl. Ich höre besser als die meisten. Sehe mehr als die meisten. Mhm. Vater hatte auch so einen Werkzeugkasten. Damals, als er noch Dinge im Haus repariert hat. Achso, den Werkzeugkasten habe ich jetzt gar nicht gesehen. Ha. Na, was macht er hier? Kann ich ihm helfen? Als Sie darüber sprachen, was meinem Vater angetan wurde, was meinten Sie da? Er hätte nicht zurückkommen sollen. Man kann nicht durchmachen, was er als Kind erlebt hat, ohne krank zu werden. Hm. Dann wurde er also zu Recht eingewiesen. Es steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Bevor du überlegst, hier Wurzeln zu schlagen, solltest du bedenken, was das Gift an diesem Ort mit deinem Vater gemacht hat. Verstehst du? Nein, nicht wirklich. Hm. Wenn du erlaubst, diese Tür repariert sich nicht von selbst. Ich lasse sie dann mal in Ruhe. Hey, hilf ihm doch. Also ich hätte ihm jetzt geholfen, das macht doch immer Pluspunkte. Und für ihn als jungen Mann, das ist doch wirklich nichts, da so ein bisschen da die Tür rumzuheben. Es muss schwierig sein, sich um die Pflanzen zu kümmern, wenn man sie kaum sehen kann. Ach, komm schon. Alles Gefühlssache. Hat vor dem Sturm wahrscheinlich nicht viel besser ausgesehen. Ja. Da steht das Auto, voll cool. Aber geht das nicht voll auf die Batterie? Konnte so ein Auto damals überhaupt das Licht anlassen im Stehen? Gab es da schon so eine Autobatterie in den Autos? Ich weiß es nicht. Hübsches Teil auf jeden Fall. So, hier geht's zurück. Was habe ich da? Ah, ein Fototeil. Ah, okay. Also es liegen auch noch überall so random diese Fotos rum. Von hier sind wir gekommen. Richtig? Richtig. Dass auf einmal der Regen aufgehört hat und es ist strahlender Sonnenschein, oder? Ganz komisch. Da geht es anscheinend runter zum Wasser. Aber schönes Anwesen hinter dem Schloss, oder? Wenn das der Schlossgarten ist. Ui. Ui. Das sieht aber hübsch aus hier unten. Ich glaube, hier gibt es noch eine Menge zu erkunden, ha? Gibt es hier oben noch irgendwas? Das ist die Kamera. Ah, okay, da gehe ich zurück. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Wegen diesen Ladezeiten immer. Ja, nochmal wieder runter. Gucken wir uns noch ein bisschen unten an. Wir gucken uns unten um. Hier am Steg liegt auch ein kleines Boot. Ein recht stabiles Boot. Wenn man Vertrauen in sein Schwimmvermögen hat. Ja, da geht der Blinde doch ab und zu mal fischen, hat er gesagt. Ich verstehe, wieso Rory diesen Ort mag. Dieser Anblick beruhigt selbst die aufgewühlteste Seele. Hm. Dieser See hat bestimmt auch einige Geheimnisse in sich verborgen. Also ich finde den See schon schön, aber irgendwie gruselig. Macht so einen komischen Eindruck, als wüsste er von etwas. Das hat er schon vieles gesehen, was er eigentlich nicht sehen hätte sollen, dürfen, brauchen müssen. Können. Okay, es gibt anscheinend so einen Rundgang, denke ich mal. Ah, okay, da komme ich da hinten raus. Gut zu wissen. Und da geht es wohl zum Friedhof hoch. Was ist denn hier passiert? Oh, da ist einiges eingestürzt hier. Da hat der Sturm wirklich ordentlich gewütet. Ganze Arbeit geleistet, alles beschädigt. Okay, er ist immer noch dabei. Ich würde ihm gerne helfen, dem alten Herren.
Ja, und das ist wohl der Friedhof unserer Erinnerungen da oben. Ah, die alte Kapelle. Uiuiui. So ein öffentlicher Friedhof ist irgendwie schon gruseliger als ein normaler, oder? Denk mal sich auch, hier liegen jetzt wirklich die Gebeine der Urahnen da drunter. Wahrscheinlich gar nicht eingesargt, sondern einfach nur so in der Erde begraben. Und hier war das. Das habe ich schon mal gesehen. Auf dem Gemälde. Das ist das Grab, das ich in dem Wachtraum, wenn man es so nennen kann, gesehen habe. Mhm. Das Grab, in dem mein Vater als Junge etwas vergraben hat. Wer liegt hier begraben? Wenn ich nur... Ah, diese Ranken sind zu dicht. Bräuchte ein Werkzeug. Ich brauche etwas, um sie abzuschneiden. Okay, wir fragen den... Frage unseren Freund, den Gärtner. Oh. Okay, ich glaube, hier hinten ist dann auch Schluss, oder? Ja. Das sieht so aus. Wir gucken nochmal gerade, ob wir reinkommen. Mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Okay. Andrew wird den Schlüssel haben. Aber ich will nicht bis zu seiner Rückkehr warten. Okay, gut. Da müssen wir irgendwie rein. Vorhängeschloss. Ja, wir brauchen wohl einen Werkzeugkasten. Ja, kein Problem. Gott sei Dank hat unser lieber Freund, der Gärtner, ein wenig Werkzeug dabei. Darf ich mir was ausleihen? Rorys Werkzeuge. Hammer, Handsäge, Bolzenschneider. Mhm. Alles etwas rostig, aber in gutem Zustand. Du, ich nehme das alles mit. Darf ich das haben? Sollen wir ihn fragen? Sie haben nicht zufällig einen Schlüssel für die Kapelle, oder? Hab seit Jahren keinen Fuß da reingesetzt und hab auch nicht vor, das zu tun. Hm. Das heißt dann wohl nein. Okay, darf ich den Bolzenschneider haben? Fragen ihn, ist höflich. Dürfte ich mir Ihren Bolzenschneider leihen? Vielleicht, wenn ich weiß, wozu du ihn brauchst. Gräber freilegen. Die Gräber. Ich würde sie gern säubern, um ihnen den gebührenden Respekt zu erweisen. Ist das wahr? Wieso das denn? Es ist meine Familie. Sie verdienen es, nicht vergessen zu werden. Na gut, Jungchen. Nimm ihn ruhig selbst, ja? Hm. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber ich habe ihn nicht richtig angelogen. Ich meine, ich brauche sie auch, und auch um das Schloss aufzuknacken. Da hat er mir wahrscheinlich abgeraten. Ja, ich kann nicht mehr mit ihm reden. Okay, gut. Ja, hm. Ich denke, das passt schon. Schade, ne? Bei sowas denkt man sich immer so, oh, was hat er wohl gesagt, wenn ich was anderes gewählt hätte? Und wäre ich dann trotzdem dahin gekommen? Wir legen jetzt tatsächlich mal das Grab frei. Huch. Offenbar ist niemand übrig, der um die Toten trauert oder ihre Gräber versorgt. Ja, gut, okay, das haben wir schon entdeckt. Es geht uns ja primär um dieses besondere Grab hier. Gut macht er das. Ich könnte es nicht besser. Besser. Cecilia Shaw, geborene Gordon. Mhm. Tante Cecilia. Wollen wir doch mal sehen, ob hier wirklich etwas vergraben ist. Noch ein Teil des Schlossmodells. Ah. Das ist die Kathedrale, ha? Huh? Also hier die Kapelle. Blut. Aber wessen? Ah, das... Jemand damit erschlagen worden. Oh. Oh. Blut. Aber wessen? Wie hätte ich wissen können, dass hier etwas vergraben ist? Hm. Ich kann mich nicht erinnern, dass Vater mir je etwas über dieses Grab erzählt hätte. Vater muss dieses Modellteil der Kapelle als Kind aus gutem Grund hier vergraben haben. Aber wieso? Und wessen Blut ist daran? Vielleicht ist es sein Blut und das ist
die Ursache der Narbe, die er im Gesicht trägt? Ja, draußen. Okay, wir schneiden jetzt echt das Ding auf, oder? Das Schloss. Ich meine, er wusste ja von nichts, der Gärtner, also kann er nicht mitschuldig sein. Außerdem ist es meins. Das gehört aus mir hier. Aber er sagt, er setzt hier keinen Schritt hinein und das wird auch seinen Grund haben. So eine Kapelle kann schon mal gut gruselig werden. Also, da sind wir sehr gespannt, was uns in dieser Kapelle erwartet. Wir wagen mal einen kurzen Blick hinein. Oh. Oh je. Das sieht natürlich abgefahren aus. In dieser Kapelle. Und die sehen wir uns dann in der nächsten Folge nochmal genauer an. Also bis dahin, seid gespannt. Es bleibt auf jeden Fall spannend, was wir hier zu entdecken wagen und welche unheimlichen Dinge diese Kapelle für uns bereithält. Tschüss.